Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf meinem Kanal Queen of Cup Tarot und willkommen zu dieser Legung. Für euch, liebe Stiere, eine kleine Weihnachtsmessage für dich und für deinen Herzmenschen. Was kommt in der schönsten Zeit des Jahres auf dich zu? Was bringt dir die Liebe? Was bringt dir der Mensch, an den du denkst, den du im Herzen trägst? Und was bringt dir die Situation, in der ihr gerade seid? Wir schauen nach. Ich bin sehr gespannt. Ich lege mit dem Licht- und Schattentarot und werde auch noch ein, zwei andere Decks hinzuziehen. Orakelbotschaften, Orakelkarten, die deine Situation ein wenig noch vertiefen können. Und ja, vergesst bitte nicht, mein Video zu liken als Energieausgleich, meinen Kanal zu abonnieren, wenn es euch hier gefällt. Und wer eine private Kartenlegung bei mir haben möchte, es ist noch möglich vor Weihnachten, klicke gerne auf die Infobox unterhalb dieses Videos und dort findest du alle Informationen, die du benötigst. Mach's dir nun gemütlich. Ich lasse mich in eure Energie fallen. Und wir schauen, was das Tarot hier heute mit auf den Weg geben möchte. Für Stier und Stiers gegenüber. Was ist gerade jetzt zur Weihnachtszeit im Dezember wichtig? Mir kommt sofort rein, durch die Karten und auch durch das, was ich höre von oben, es gibt hier einen Mann in deinem Leben, der Mensch, an den du gerade denkst, der sehr viel Liebe, Leidenschaft für dich übrig hat, der all diese Gefühle und diese Leidenschaft gerne mit dir teilen möchte, der dir sein Herz ausschütten möchte, sein Herz schenken möchte, dir Liebeserklärungen machen möchte, der sich einfach in diese Emotion, die er für dich hat, reinfallen lassen möchte, genauso wie in seine leidenschaftlichen Gefühle, in den Tatendrang. Etwas mit dir zu erleben, mit dir zu kommunizieren. Aber er tut's nicht. Hier ist ein großer innerlicher Konflikt, den er in sich trägt. Und ich würde diese Karten gerne klären. Die Karten sind auf den ersten Blick ganz schön. Ich deute hier gerade auch eher nach den Botschaften, die das Universum mir gibt. Und ich nehme hier einen großen inneren Konflikt wahr, nach diesen schönen Karten auch zu handeln. Ich hätte gerne eine Energie noch auf den König der Stäbe, auf die 9 der Kelche und auf die 5 der Stäbe, bitte. Ja, und das ist das, was ich meine. Man macht sich hier Gedanken um die Zukunft. Man möchte gerne mit dir in Kontakt treten. Dieser Mann ist sehr im Kopf. Dieser Mann plant, er ist strategisch.
Hier werden keine Entscheidungen einfach aus einer Laune heraus getroffen. Ich habe das Gefühl, für diesen Mann steht auch etwas auf dem Spiel. Man muss abwägen, wann gehe ich den Schritt oder welchen Schritt gehe ich in die Zukunft mit Stier? Wann oder wie teile ich meine Gefühle mit, meine Emotionen mit? Ich nehme hier einen großen Zwiespalt wahr, ein Hin- und Hergerissensein zwischen Kopf und Herz, zwischen Tun und Nicht-Tun. Der Wunsch nach Kontakt ist sehr stark, der Wunsch nach Herzöffnung ist sehr stark, der Wunsch nach einem Treffen mit dir ist sehr stark, aber dieser Mensch, dieser Mann befindet sich in einer Situation, wo er nicht seinem Herzen folgen kann. Es sind hier ganz, ganz viele innerliche, vielleicht auch äußerliche Konflikte gegeben. Diesem Ruf des Herzens aktuell nicht ohne weiteres zu folgen. Warum tut er das denn nicht? Warum? Ich nehme hier eine gewisse Passivität seitens deines Gegenübers wahr. Vielleicht auch wenig bis keine Kommunikation. Warum ist das so? Warum ist dieser Mann in dieser Passivität, in dieser starren Haltung? Okay. Es ist immer so schön zu sehen, dass die Karten, das, was ich reinbekomme, das, was ich fühle, das, was ich deute, in der nächsten Reihe, die ich auslege, so schön widerspiegeln. Hier ist jemand im Rückzug, weil jemand für sich nach dem richtigen Weg sucht. Dieser Mann, auf den wir hier schauen, der hat, ich glaube, mehrere Möglichkeiten, mehrere Wahlmöglichkeiten, wo seine Zukunft liegt, wie es weitergehen soll. Mit den drei der Kelchen, und den sieben der Kelchen besteht hier durchaus die Möglichkeit, dass noch eine weitere Person involviert ist. Also vielleicht ist dieser Mann vergeben, auf den du hier schaust. Man ist sich hier nicht so ganz sicher, zu welchem Ufer man möchte. Dieser Mann hat seinen Koffer gepackt, hat sich auf die Reise begeben, ist sich aber irgendwie, also diese Frau, die schaut, du siehst es auch, sie schaut ja nicht zielsicher und in freudiger Erwartung nach vorne. Hier ist jemand unsicher. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Mann, auf den du hier schaust, in diesem inneren Konflikt ist, dass er nicht weiß, was er tun soll. Dass er nicht weiß, welchen Weg er einschlagen soll. Dass er nicht weiß, ob er mit dem Boot weiter geradeaus fährt oder ob er wieder zurückkehrt. Was fühlt dieser Mann denn für dich? Die nehmen wir, okay. Auch wenn hier so viele Schwertkarten liegen, für mich sind Schwertkarten auch immer sehr emotionale Karten, weil sie einen schon mental auch sehr belasten. Dieser Mann kann überhaupt, glaube ich, gerade gar nicht wirklich fühlen, weil dieser Mann oder diese Person in irgendeiner Situation feststeckt, einen Ausweg sucht, und diesen Ausweg nicht findet. Es gibt hier Verbindlichkeiten, es gibt Abhängigkeiten, es gibt weltliche äußere Einflüsse, die diesen Menschen in der Passivität halten, die diesen Menschen nicht aktiv werden lassen.
die diese Herzöffnung verhindern. Das können äußere Umstände sein, wie ich gerade eben sagte, vielleicht eine Partnerin, ein Partner, eine Familie, Kinder, Eltern, Job, Freunde. Das wird bei jedem unterschiedlich sein. Und ich glaube, hier werden Emotionen und Gefühle verdrängt, obwohl man tief im Inneren mit den drei der Münzen sich mit dir so ein Verbündnis schon wünscht, dass man etwas Stabiles aufbauen kann. Und ich habe gerade gesagt, man verdrängt die Gefühle. Sieben der Stäbe. Das ist genau das, was ich meine. Hier ist jemand, der lässt das gar nicht zu fühlen. Das wird einfach weggeschoben. Ganz weit weg. Vielleicht hat dieser Mensch, dieser Mann gar keinen Zugang selbst zu seinen Emotionen. Womit darfst du denn im Dezember rechnen? Gibt es hier Weihnachtsgrüße? Gibt es hier Kontakt zu Weihnachten? Wird man dir eine Nachricht zukommen lassen? Karten. Drei große Arkana. Ich habe das Gefühl, ich brauche dann noch eine Karte und die hat mir mein Gefühl tatsächlich bestätigt. Die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme oder einer Nachricht, die ist durchaus gegeben. Und zwar mit folgendem Inhalt. Hier hat sich jemand, nachdem für ihn eine Welt zusammengebrochen ist, nachdem ihm etwas sehr klar geworden ist, nachdem quasi der Blitz eingeschlagen hat, in eine Selbstfindungsphase, in eine Transformation begeben. Die dazu geführt hat, dass man festgestellt hat, dass zwischen euch in der Vergangenheit sehr vieles im Ungleichgewicht war, dass sehr vieles nicht ausgeglichen war, dass man nicht immer nett zu dir war, dass man dich vielleicht ignoriert hat, deine Gefühle nicht angenommen hat, selber nicht ehrlich war. Und man möchte dieses Missverständnis in eine Gerechtigkeit bringen. Man möchte das ausgleichen. Man möchte für Gerechtigkeit in dieser Verbindung, in dieser Situation sorgen und ehrlich und offen kommunizieren. Dieser Mensch, der hat große Sehnsucht nach dir, verbunden aber auch mit sehr vielen Ängsten. Aber die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme, die besteht hier im Monat Dezember definitiv. Und ich bin gespannt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Auch gerne erst im Januar, ob hier eine Kontaktaufnahme stattgefunden hat oder nicht. Die Karten, die liegen blöd in der Hand. Wartet mal kurz. Versuch's mal so, sie liegen. Ich muss sie eigentlich richtig sortieren. Aber die vertüddeln sich immer so beim Mischen. Ich hätte gerne eine Herzbotschaft auf diese Verbindung zwischen Stier und
dir das gegenüber. Ach, krass. Für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Ich hätte gerne noch 2, 3 Botschaften, was dieser Mann, dir gerade aktuell sagen möchte. Wenn er könnte. So wie er wollte. Ohne Angst. Ohne Verpflichtungen. Frei heraus. Was würde dir hier mitgeteilt werden? Ich will dich und du weißt nicht, wie hart es war, dich gehen zu lassen. Und abschließend eine Botschaft der Engel. Stell dir hierzu gerne eine Frage. Achte bitte darauf, dass die Frage auch mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, denn das ist hier möglich in einem Deck. Und ich möchte gerne von den Engeln wissen, was sie zu dir und deinem Gegenüber im Monat Dezember zu sagen haben. Das sind 2 Karten, ich nehme auch beide. Verbesserte Gesundheit und perfektes Timing. Verbesserte Gesundheit, das ist für mich in den Antworten der Engel, Orakel, das hat ganz viel mit der seelischen Gesundheit zu tun. Und vielleicht wird es diesen Menschen auf seelischer Ebene bald besser gehen. Und dann wird das perfekte Timing sein, um wieder in Kontakt zu treten. Ihr lieben Stiere, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Weihnachtslegung helfen. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig Mehrwert hieraus ziehen, euch wiederfinden. Ich wünsche euch einen schönen Dezember und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.